Mein Name ist Paul Bellardi und ich bin der Dirigent von der Deferdinger Big Band. Deferdinger Big Band, das ist für mich eine großartige Herausforderung gewesen, weil es erstens eine von den ältesten bestehenden Big Bands in Lützeburg ist. Und die dann zu dirigieren und aufrechtzuerhalten, ist am Anfang ein großes Eier. Das war direkt nach dem Krieg schon mal so gelöst. Da waren junge Deferdinger Musikanten, die sich als Jazzfreunde zusammengetan haben, weil eben sie impressioniert waren von der amerikanischen Musik. Die Amerikaner haben Lützeburg befreit. Und da haben sie die Jazzfreunde gegründet. Und noch ein bisschen den Stil gelehrt, wie ihn an seiner Band spielt. Und da ist ein bisschen mehr ruhig gegangen, sie, und da ist Deferdinger Musik periodisch gefragt gegangen, für Schmelzen, für Dauerverteilung zu spielen. Und dort müsste eine kleine Gruppe zusammen gesagt werden, weil die ganze Musik nicht auf die Bühne gepasst hat, wie wir am Schloss. Und wie da der Pummel noch nicht geschieht war, du hast gesagt, geh mal, für was lassen wir das tun, dann nicht dauernd bestehen, anstatt alle Jahre eine neue Equipe aufzusetzen. Und das war dann 1964, und du hast Deferdinger Big Band als Anfang gegründet gegangen. Und als regelmäßig abgetreten, als Subband von der Deferdinger Musik, am Nom Saint-Gontenaire, den wir dick gefeiert haben, da war es ein bisschen mehr ruhig gegangen und da hatte ich am Anfang die Idee, für diese High- und Musikschule anzuschließen. Das war eine Win-Win-Situation, dass die Big Band am Anfang neue, junge Leute beigetan haben und sie direkt konnten noch von der Experience, zum Beispiel improvisieren und so weiter, von den Älteren profitieren. Das ist am Anfang die ganze Geschichte. Das ist am Anfang die erste Formation von dem Genre am Land, bei weitem. Von den Daten von 1946 schon rechnen bis heute, das ist ja bald schon eine Strafe. Sie Butter, ein Perkussionist, und ja, haben die große Chance, die große Ehre auch an einer Big Band, auf der Batterie zu spielen. Aber für mich bedeutet einfach, mal auch mit neuen Leuten zu spielen. Also, ich spiele gerne in verschiedenen Gruppen. Ich bin Bassist an der Deferdinger Big Band. Ich habe vier und fünf Jahre lang nur an ihrem Reaktiv angefangen, Bass zu spielen. Ich selber bin auch aus dem Süden und Deferdinger Big Band ist aber eine von denen, die eine gewisse Tradition haben, die schon seit langem geht. Und du an dem bisschen jungen Revival können Matze wirken, das ist natürlich auch ein flotter Moment. Und das ist ein immens flott Arbeit. Und wir haben bewusst ein bisschen ein Challenge gesicht, mit dem Original Duke Ellington-Repertoire abzutreten. Weil das eh von den wichtigsten Vertretern vom Genre überhaupt ist. Ich meine, Big Band, wie sie haut ausgeht, wird ohne die Menschen nicht gehen. Das schon fordernde Programm. Bei Duke Ellington fand ich am Anfang mega flott für das Repertoire, weil alle Stücke sind ähnlich, der Groove ist immer ähnlich, ob in Low Brushes spielt. Das ist immer ein anderes Feeling und das ist immens challenging, da irgendwie den Sound rauszufinden. Als Personage ganz, ganz großen an der Jazzgeschichte. Ich meine, mit über 2000 Kompositionen, auch einen von denen prolifiksten und hardest working man in business, kann ich so sagen, über seine Lebzeit. Und ich denke, kann ich bald keine Big Band irgendwie dirigieren oder müssen sich für die Genre interessieren, ohne den Duke Ellington zu kennen, dafür ein wichtiger Personage. Das ist im Fungel der Stil, sein Stil, der wichtig ist. Ich meine, dass für die Leute, die mit dem Genre Musik froh sind, ein Gott. Als Sänger-Spezialität, also das... Ich bin sehr richtig froh, dass wir dazu kommen, den Konzert dann noch eine lange Pause endlich abzuziehen. Das ist ein super Programm. Ich denke schon, weil das ein Genre, eben, den auch irgendwie immer
verjüngt geht. Ich meine, dann ist es vielleicht durch Leute wie Robbie Williams, den Swing When You're Winning gemacht hat, oder Michael Bublé, wo die meisten Leute kennen, oder verschiedene Film-Soundtracks. Aber immer rum geht auch die Brücke geschlagen, eben zu den alle Meisteren. Und ich fand das ein Genre, den nicht ausstirbt und nicht da ist. Das ist eine Challenge, weil es sind eben viele Leute, das ist nicht nur eine Band von drei oder vier Leuten, mit sind dabei 20, die auf der Bühne sitzen. Und das ist dafür auch immer natürlich eine große Herausforderung für sie alle, bei der Laune zu halten, Arbeit zu kriegen und dass sie dann alle da sind und motiviert bleiben. Und die Improvisationen sind auch ganz ähnlich, dass das ist mehr persönlich, wie zum Beispiel an einem normalen Orchester zu spielen. Wie gesagt, versichert für so genau wie möglich zu spielen, was da um Blatt steht. Ich fand es absolut wichtig, erstens mal so Patrimoine so mal aufrecht zu halten, mir dann auch das weiterzuführen an die Zukunftsgenerationen und auch den jungen Leuten das auch dann zu weisen. Und wie gesagt, lehrt dann immer bei. Und ein Big Band das nicht so zählt wie ein Kombo wie ein anderes Orchester. Und ich fand, das gehört absolut zur Musik dabei. Wir haben ja eine Handvoll Big Band, die wir durch das Land tun. Und ich fand das eine ganz flotte Aufwechslung zu klassischen Harmonien, die so all durchfurzen, sing Dorfmusik. Also das ist ein ganz anderes Genre von Musik. Also ich fand schon, dass das als Komplement dazu kann immer noch bestehen. Aber das ist eine Menge, wie wir in der Geschichte gegangen sind, dass das Löser-Lösgift verschwunden. Und in der Zwischenzeit sehen wir eine ganze Gruppe Big Bands, die hier im Land ganz gut sind und auftreten. Und ich meine, dass die neue Generation an die Musik wirklich gefallen findet und das weiterfeiert. Und das gebe ich auf jeden Fall hoffen. Und ich meine, das ist auch so, weil wir werden ja bestimmt eine halbe Dose ganz gute Big Bands hier im Land tun, was am Fungehol 54 Jahre nicht der Fall war. Also geht für uns.